Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Wir befinden uns heute auf dem Weg in den Wüsten-Dungeon. Wir gucken uns heute zur ersten nur für Helden. Okay, wir gucken uns heute zum ersten Mal den Wüsten-Dungeon an. Was steht hier? Golem-Dungeon für Helden und Händler, erlaubter Dungeon. Okay, jetzt bin ich schon Held. Wald-Dungeon für Helden, erlaubter Dungeon, nicht für Händler empfohlen. Okay. Und hier dürfen nur noch Helden rein. Was wohl beim letzten ist. Jetzt wird's langsam kritisch, Freunde. Wir haben die Hälfte schon geschafft. Ey, Gott. Der Wüsten-Dungeon. Kennen wir ja schon ein bisschen. Ah, nein. Nein, nein, nein. Oh, der teleportiert sich. Au. Der, okay. Jetzt zieh dich. Das ist ein Magier. Guck ihn dir an. Ist ja cool. Ich mag den Style dieses Magiers, ey. Auch wenn er echt nervig ist. Ah, verdammt. Oh, da glitzert's. Da können wir runter. Freue ich mich jetzt schon drauf. Nicht schießen, bitte. Ich bin unschuldig. Zum Glück dauert das ewig, bis er schießt. Können wir ihn bis dahin verprügeln. Au. Hä? Aber das ist leer. Hä? Wieso ist das leer? Hä? Es ist ja seltsam. Oder bin ich falsch gesprungen? Hier hat's geglitzert, ne? Seltsam. Eine leere Truhe. Muss man vielleicht irgendwie eine Voraussetzung erfüllen? Aber bisher geht das, muss ich sagen. Es geht. Hä, hey, dieses Mal habe ich jetzt nicht so eine Steuerungsprobleme wie beim letzten Mal. Oh Gott. Hier ist eine Sackgasse, aber hier ist ein schwarzer Punkt. Da. Da. Da ist ein schwarzer Punkt. Ich kann auf ihm draufstehen. Was soll denn das? Ich habe einen Pixelfehler gefunden. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Der ist immer auf derselben Stelle. Ja, da ist der ist immer auf derselben Stelle, der Pixelfehler. Hey. Ah. Durch die Wand geschlagen ist immer noch am besten. Nicht losfahren. Danke. Aber mir gefällt es bisher. Bisher ist das nicht so schlimm. Wir haben gefunden Kaltlava. Okay. Und resistentes Glas. Was soll ich doch da einbringen, oder? Wohl das Holz. Achso, nee, das hatte ich abgelehnt. Das eine, ja. Stimmt. Eine Sache ist klar. Diese Dungeons wurden so entworfen, dass man sie plündern kann. Aber es gibt eine Anomalie im System, die dem entgegenwirkt. Die Wachen. Sie handeln selbstständig ohne eine Hand, die sie führt. Ihre einzige Aufgabe ist der Schutz der Schätze im Dungeon, was dem Sinn und Zweck der Dungeons widerspricht. Ich schätze, was auch immer die Wachen hier platziert, ist unabhängig von dem, was die Dungeons erschafft. Okay. Das war jetzt aber nicht dieser grüne Schleim, den wir gesehen haben, oder? Wenn ich jemanden als Wache bezeichnen würde, an diesen komischen riesen Schleim, der mich angreift, sobald ich das Buch in die Hand nehme. Oh. Wollen wir uns da reinwagen? Meint ihr, es ist gut? Nein, nicht weggehen. Ha. Ich habe ja nur Kohle, um zu fliehen, ne? Gucken wir mal kurz hier in den nächsten Dungeon rein. Sind das Maschinen oder so? Weil irgendwie. Okay, ich muss sagen, der nächste Dungeon ist jetzt nicht so schlimm. Geht eigentlich, ne? Na gut, wissen wir Bescheid, was uns im nächsten Menschen in etwa erwartet. Der Mana-Brunnen. Ah, und jetzt ist mein Bonus auch weg vom Schlafen. Ja, voll ausgetrickst. Okay, die schießen, glaube ich, anscheinend nur quer. Huch. Da geht's auch schon in die nächste Stufe. Hehehe. Oh, die verfolgen mich ja sogar.
Aber hat ja keinen Schaden gemacht. So, nochmal ein bisschen was von dem Zeug und dem Zeug. Oh, da geht's in die nächste Stufe. Ja, easy, würde ich sagen. Ich denke mal, dieses Mal werden wir es nicht so schwer haben. Weil wir haben auch schon eine gute Rüstung und alles, also wir sind eigentlich sehr gut vorbereitet. Ich habe meinen Skill noch. Gehen wir mal rüber. Gehen wir auch mal rein und gucken, wie stark Ebene 2 ist. Dann können wir auch gleichzeitig mal gucken, wie es aussieht mit einem neuen Schwert. Haben wir das schon als Favoriten gespeichert? Ich hoffe schon, weil dann können wir jetzt schon nachgucken. Oh, guck mal, ein kleines Tierchen. Oh, ich kann nicht drauf treten. Doch, ich hab's getötet. Schön. Nein, ich hab's nicht markiert. Schade. Aber wir sehen, wir benötigen auch nicht mehr viel, um die nächsten zu machen, ne? Wir haben eigentlich schon ziemlich viel. Ich bin begeistert. Von hier aus können die nichts machen. Ich schnapp immer kurz den Loot. Und dann komme ich auch zu dir. Au, das geht durch die Wände. Das ist unfair. Der lebt ja noch. So, wie sieht mein Inventar aus? Ah, geht eigentlich noch, ne? Geht noch. Da geht noch einiges. Oh, Schleim von hinten. Kurz vergessen, dass ich auch mit dem Schwert schlagen kann. So, gib her den Scheiß. Ich mag die Gegner hier, die sind nicht so schwer. Kannst du nicht in der Lava selber verbrennen? Wäre das nicht was für dich? Au! Geht doch. So, Truhe. Gib mir etwas zum Nachhause schicken oder so. Was haben wir denn hier? Entflammte Flüssigkeit. Wir können eine Sache vom Flucheffekt blockieren. Die Frage ist, Kaltlava, was deckt das über 5 oder tut es das nicht? Ja. Wir haben ja noch unsere Heiltränke am Start, ne? Wir haben noch fast alle. Ja, was soll's. Bin momentan so gut. Dann brauchen wir das, glaube ich, nicht. Kaputte Batterie. Viele seltsame Dinge haben wir hier. Hä? Also, geht ja gar nicht. Dann nehmen wir dich, packen dich mal dahin. Dich packen dahin. Ne, es geht um 5er Stack, weil sonst würden diese ja gestackt sein, ne? Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das hier. Machen das so. Oder gib. Ach, das können wir gar nicht stacken, ne? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, kommen die Kristalle weg. Jetzt sammle ich die halt nochmal neu. Nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einmal kurz zurück. Wir haben uns jetzt den Dungeon einmal angeguckt. Wir müssen uns noch ein bisschen besser vorbereiten, indem wir ja das Schwert angucken, was wir dafür brauchen und alles. Und dann müssen wir gucken, dass ich vielleicht herausfinde, wie teuer erstmal die einzelnen Sachen sind, damit ich weiß, was sich lohnt, überhaupt mitzunehmen. Wenn ihr versteht. So, okay, was haben wir denn da? Ich habe noch gar nichts gefunden. Das ist bitter. Das ist bitter. Naja. Da kann ich ja rein theoretisch, kann ich ja dann schon die nächsten Klamotten anfangen, ne? Huch. Achso, weil ich ja schon den nächsten Dungeon erkundet habe. So, ja, wir können dann die schon die Rüstung weiterbauen. Ich meine, 100.000 für ein Rüstungsteil ist schon dramatisch. Aber wir können es schon, wir können es schon. Das finde ich cool. Naja,
Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz schlafen und dann verkaufen wir die einzelnen Sachen, um mal herauszufinden, in etwa wie teuer das ist. Was ich vorher nachgucken kann, ist, was befindet sich denn ganz unten in der Nahrungsliste? Vulkanstein für 100. Okay, damit kann ich leben. So, vier Truhen. Oh, stimmt, das Zeug muss ich auch noch loswerden, ne? So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, Schleime. So. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir mal zuerst die Sachen, die wir kennen. Ne? Also, ist ja ganz klar. Erstmal müssen wir das Zeug loswerden. Und dann können wir das neue Zeug mal rauftun. Apropos Zeug. Zack. Da haben wir die Vase. 130%, 150%. Und wenn wir jetzt schlafen gehen und nochmal in den Laden gehen, vielleicht hat er noch ein Ding da. Und dann hätten wir noch mehr Prozente. Oh, mehr Trinkgeld für mich. Gib mir mehr Geld. Viel mehr Geld. So, Wertsteigerung. Wir haben hier einen, ja, erhöhten Wert auf 2000, würde ich sagen. Hier haben wir einen erhöhten Wert auf. Ich habe hier immer noch nicht. Ach so, der Stinkreiche hat das Ding wieder gekauft, ne? Hundertprozentig. Wir haben hier eine Wertsteigerung. Da fanden die 400 fanden die in Ordnung und 500 war schon zu viel. 450. Aber hat eine Wertsteigerung, also von daher. So. Dann werden wir mal das Zeug los hier. Ist das recht? Ne, das ist recht weit unten, ne? Okay, da haben wir schon mal etwas sehr Billiges gefunden, was wir dann für 300 versuchen zu verkaufen. Und hier haben wir dann die Kaltlava. Ah, die ist auch recht weit unten, ne? Oh, es geht eigentlich, geht eigentlich. Können wir versuchen, für 500 zu verkaufen. Aber nur versuchen. So. Wir werden auf jeden Fall die Dienste der Dame auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Was? Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte auch nicht dahin gehen. Vorher werden wir aber zuerst die Preise ermitteln. Das heißt, den Anfang würde ich wirklich schon selber machen gerne. Und dann später halt wirklich die Troller machen lassen. Geschwindigkeit. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Dieben. Ist auch nicht schlecht. Hier haben wir keinen vierten. Verlängert die Öffnungszeiten. Tech. Ach, weil ich da kurz reingeschaut habe, ne? Weil die Bewegungsgeschwindigkeit, die der Besucher legt, eine. Z oh ja. Trinkgeld. Das Geld liegt nicht auf der Straße, weißt du? Ah, 16.000 kostet das. Ach, shit. Ja gut, dann müssen wir einmal kurz verkaufen. Schade eigentlich. Ach, es ist ja schon Tag. Ja, verkaufen wir erstmal ein paar Sachen. Was macht die jetzt? Ich hoffe, die haut ab. Oder passt sie auf Diebe? Ich glaube, die läuft dem Typen hinterher, weil er ziemlich seltsam ist. Huch! Okay, ziemlich billig verkauft das Zeug. Hey! Ich wusste nicht, dass Frauen auch klauen. Was war da jetzt drin? Ach, egal. Legen wir hier einen Wert fest. Was haben wir da eigentlich so billig jetzt verkauft? Das hier, ne? Für 300. Okay. Dann will ich hierfür aber 800 haben, Jungs. So, was haben wir hier? Das ist ja relativ weit unten, ne? Auch schon so 500?
Oh, da ist der Wert gerade gesunken und sie hat's gekauft. Gleichzeitig perfekt. Nice. Das geht jetzt auch weg. So, platzieren wir noch ein bisschen mehr. Wir haben hier noch Vulkanstein. Das ist schon sehr. Das ist das Niedrigste, was ich habe, ne? 120? Wäre nett, wenn das gehen würde. Halt, was war das? Wieso willst du mein Gift nicht haben? 500 ist zu viel. Ich habe es noch nicht einmal verkauft. So, ich möchte das reinstecken, das, das und das. 300 war hier viel zu wenig. Machen wir 500. Und das hier ist über dem Staub. Das heißt, ich würde sagen 600. Das wurde auch noch nicht gekauft, ne? Lavastein. Kristallscherben. Ach, diese. Ah, das ist schon das nächste Level. Dich würde ich gerne nicht verkaufen, weil ich nicht weiß, ob ich dich für irgendwas brauche. Kaputte Batterie. Drähte. Ist auch wieder das Hech. Ja, die kaputte Batterie brauche ich noch. Drähte, ja. Gut. Das sind die drei Sachen, die wir aus dem zukünftigen Dungeon haben. Deswegen werden wir die noch nicht verkaufen. Und flammbare Flüssigkeit. Oh, das ist aber ziemlich weit oben hier. Würde ich schon sagen, 1200. Wo bin ich? Ach, da. Oh. Da habe ich wieder mal etwas sehr billig verkauft. Aber das Buch ist endlich weg. So, was willst du haben? Könntest du mir innerhalb von 3 Tagen entflammbare Flüssigkeit mitbringen? 5 Stück? Okay. Ich habe ja zum Glück meine entflammbare Flüssigkeit noch hier. Von daher ist ja alles in der Ordnung. So, haben wir das schon verkauft gekriegt? Nein. Gut, viel haben wir nicht mehr zu verkaufen. Also wissen wir in etwa jetzt schon die Preise für den ganzen Schissel. Wenn hier 500 viel zu wenig war, muss ich bei dem Ding ja auch schon auf 1000 gehen. Und bei dem hier auf 700. Nicht wahr? Oh, nee, bei dem hier schon auf. Ich würde sagen, bei dem schon 1000. Bei dem hier auf 2000 gehen und hoffen, dass das gut ist. Ja, wieder eine Tuse. Oh, es wird langsam spät. Oh, ich habe noch so viel Zeug in meinen Vitrinen. Es gibt ein Monster namens Stoffrankling-Notizen, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon mitbringen? Nein, würde ich nicht, weil das in meinem Dungeon nicht am Start ist. Ich mach das schon, Liebes, ich mach das schon. Kann ich den Shop eigentlich verlassen, währenddessen hier gearbeitet wird? Nein. Oh, ich habe den Stein verkauft. Ich habe ihn nicht gesehen. Achso, das war wieder. Na, okay. 2000 war zu wenig? Alter, und der Stein habe ich auch zu billig verkauft. Okay. Was ist denn hier los? Sag mal. 500. Gib mir 1000 dafür, ey. Ich verkaufe alles viel zu billig. Ja, ich versuch's doch, hier zu verkaufen. Oh, naiv Merchant. Ja, gut. Weil ich billig verkauft habe, habe ich gerade einen Erfolg bekommen. Das fandest du nicht in Ordnung für 120? Weißt du, aber der Rest ist viel zu billig. Halt, halt! Oh Gottes Willen! Oh. Mein wertvoller 10er-Stack, ich glaub's nicht. So, wir hatten hier, den hier war, der hier war, glaube ich, zu billig, ne? Ah, kann ich nicht wissen, weil das so ein verdammter Adliger war. Wer bist du denn? Hast du ein Eichhörnchen auf der Schulter? Wie cool!
Was? 1000 war zu billig? Das überrascht mich jetzt aber. Das überrascht mich jetzt richtig. Alter Schwede. Ernsthaft? Kranke Scheiße. Aber ich dachte schon, dass. Man versucht ja immer weit oben anzusetzen bei den Verkäufen, ne? Ich hab's auch versucht, aber es geht anscheinend nicht. Es geht einfach nicht. Was ist denn das? So, geklaut wird mir nichts, ne? Naja. WTF? Ich hab so viel Kram so billig verkauft. Oder zu billig, besser gesagt. Hier, Wüste. Da, für 1000. Und das war zu billig. 2000 war hier dieser Unterschied. Von hier nach da bin ich 1000 hochgegangen. Und trotzdem ist auch. Oh, ich werde stinkreich werden, ey. Krass. Aber gut, gehen wir erstmal schlafen. Morgen ist auch noch ein Tag. Wobei wir gehen jetzt. Nachts gibt es ja besseren Loot. Da war ja was. Alter. Also ich muss sagen, ich. Von den Gegebenheiten momentan bin ich begeistert. Halt, ich wollte Sachen kaufen für den Laden, ne? So, statt. Ja, weißt du was? Ja, dann kriegst du mein Geld nicht. So einfach ist das. Kauf mir lieber das hier. Schöne Rabattkiste. Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt los in den Dungeon und werden uns reich farmen. Wir farmen uns richtig reich. Ey. Will eine Million haben, wenn ich gleich wiederkomme. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.